Yeah, da sind wir wieder bei Sa. Also, ich ziehe wirklich immer das Schwert. Es ist komisch, aber es ist so. Naja, hier sind wir wieder bei Zelda Twilight Princess, was ich hoffentlich bis zum 18. September ist schon durch. November durch haben, damit wir Skyward Sword durchzucken können und... Geht doch. So, da geht die Tür also auf. Da geht die Tür also wieder zu. Ich habe einen Plan, vielleicht funktioniert dieser sogar. Indem man nämlich erstmal so... Au! Ey, meine Güte, ist das rutschig hier. Also Link braucht definitiv, Eisketten. Schneeketten meine ich. Wortwitz. Einen Moment, ich muss mich schon wieder räuspern. Meine Güte, was ist denn das? Entschuldigung, falls ihr das gehört habt. Es ist in letzter Zeit ziemlich schlimm. Naja, wahrscheinlich ein bisschen erkältet oder so. Wir werden sehen. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Mein Plan ist gescheitert. Oder vielleicht auch nicht. Doch, ist er auf jeden Fall. Ich mag solche Schieberätsel, aber irgendwie kann ich mir nie merken, wie genau die jetzt funktionieren sollen. Mit denen jetzt da, ja. So. Versuchen wir das. Yay! Versuchen wir auch gleich mal das. Das ist doof. Deswegen versuche ich es mal so. Also wird es auch nichts. Oh mein Gott, ich bin planlos. Meine Güte, Verzeihung. Hab's. Down oder weg. Rutsch nicht so viel. Das da noch. Ich weiß, man kann meine Konzentration förmlich schmecken. Wieso schmecken? Egal. So, da. Da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ein ziemlich sinnloses Lied. Wie ich finde. Also es gibt... Über Geschmäcker lässt sich ja streiten. So, haben wir das Schieberätsel gelöst. Das hat ja auch nur 3 Minuten des Parts gedauert. Yeah! Nee, da komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Vermute ich mal. Ja, gut. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich hier durch können. Aber was erwartet mich auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Au! Oh! Jetzt hat... Boah! Hört auf, mich so zu erschrecken. Ohne Witze. Das macht keinen Spaß. Das ist... Na, treffe ich? Treffe ich nicht? Fail. Stirb! Wenn er mich jetzt trifft, habe ich ein Problem. Das Blöde ist, dass sie gut, so gut zielen können. Bam! Stirb, du kleines Miststück. Dafür, dass du versucht hast, uns umzu... Was soll ich hier? Okay, ich bin gerade etwas überfordert. Karte guck. Das ist eine Truhe. Egal. Le.
Da muss ich hin, da komme ich aber nicht hin. Sekunde, was habe ich übersehen? Hier komme ich hoch, dann kann ich da lang. Ja. Gut, gut. Dann. Bin ich jetzt vollkommen verblödet? Was bringt mir das hier oben zu sein? Gar nichts. Ich gehe einfach mal hier lang. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall werde ich erstmal euch töten müssen. Das ist ja auch voll nicht unfair, so 2 gegen 1, ne? Mir scheißegal. Stopp! Au. Na, gegen dich werde ich auch so fertig. Nja! Stirb! Das war ein Gnadenstoß vom Feinsten. So, und jetzt? Ich habe echt keinen Plan. Ich habe echt einen Plan. Okay. Ja. Das ist für mich gerade ziemlich... Bums. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Egal, wir machen erstmal eine Truhe kaputt. Ein Fass. Oh nein. Jump Action. Ja. Ja. Nee. Ja. So, darüber. Was kriege ich da? Einen Schlüssel. Oder? Okay, also wir haben einen Schlüssel und wir sind hier und gehen nach da. Also irgendwie ist das ziemlich komisch. Egal. Um einfach mal ein bisschen abzulenken, rede ich jetzt einfach mal über das Let's Play mit Dave Daniels und das Let's Play Together. Habe ich gerade Together gesagt? Habe ich gerade auf die Zunge gebissen? Was gibt's denn zu tun? Wo ist denn überhaupt eine Tür abgeschlossen? Nicht lang. Ach so. Ich habe ja eine Tür übersehen. Wenn das jetzt die Tür war, ne, dann steht Polen offen. Entschuldigung. Die schon wieder. Nein. Yay, Bums. Ja. Link rutscht übrigens nicht, wenn man das Ding um hat. Und aber dafür wirft er umso schlechter. Ja, ja. Ja. Na, du auch noch. Ja. Ey, was ist denn das? Ach nee, das ist ein Fenster, ach so. Also in so einer Wohnung würde ich nicht gerne leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es war schön groß, aber es ist ganz schön kalt. Oder die haben die Klimaanlage zu hoch aufgedreht. Nein! 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 Wieso? Nein! Ja! Oh Gott. Bam. So, jetzt nur noch das Mistviech da. 1, 2. Gut. Bam. Und. Bam. Uiuiui. So. Das erstmal wegschieben. Da wissen wir nämlich auch, wo wir sind. Ist das Viech auch wieder da? Nein, es ist nicht gut. Ist es tot? Da kommt etwas näher, dann seid ihr tot. Yay!
ihr seid solche Idioten. Aber mir fällt gerade ein, ich muss eh erstmal runter. Naja. Hui. Was zur Hölle? Wieso war die Eiswand wieder da? Na egal. Au. Blöde Tür. Ai. So, das erstmal. Da klauen wir uns jetzt nämlich eine schöne Kanonenkugel und machen wir noch was kaputt und dann beende ich den Part. Weil dann dürften 15 Minuten eigentlich rum sein. Wenn ich so gucke, sind jetzt schon 11 Minuten fast um. Ich will damit immer durch die Tür rennen, aber das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Aber probieren gilt über studieren, naja. Ja. Hier noch. Danke für die Kugel. Und auf. Uha, ich hoffe, ich habe noch Kanonen. Ich hoffe, ich habe noch Bomben, damit ich die Kanone zünden kann. Ansonsten wäre das ziemlich doof. Und doof mag ich nicht. Nicht wirklich zumindest. Erstmal, wo ich das erste Mal durchgespielt habe, dachte ich, ich müsste irgendwie das Eis hier kaputt hauen, was hier so am Dings ist, aber dem war dann nicht so. Und? Yay! Ziemlich weite so eine Kanonenkugel. Aber lassen wir das mal außen vor. So. Oh ja, doch, die ist ganz schön weit geflogen. So. Die hier noch rein. Und dann. Ja. Das finde ich sehr schön irgendwie an dem Dungeon, dass sie das gemacht haben, weil dadurch macht das irgendwie mehr Spaß, weil man. Was als. Entschuldigung fürs Räuspern. So. Ah, die könnte man auch mal abschießen, aber nö. Ich will das da abschießen, weil ich mag die Dinger nicht. So und so. Und tschüss, Mann. Rein theoretisch könnte ich doch jetzt hier runterspringen, oder? Von der Theorie her, aber... Nö, mach ich lieber nicht. Kann ich auch hier lang. Was im Endeffekt dasselbe ist. Naja, egal. Geh an die Leiter, so. Hauptsache, mich kraft jetzt oben nicht so ein Viech an, weil das wäre nicht so witzig. Weil dann werde ich mal eben schockgefrostet, fall runter und... Wie die sich einfach mal verpissen sollen, ey. Hey, da liegt die Kanonenkugel. Egal. Nicht gut. Nicht gut. Was ist das denn? Eine Kirche? Tatsache, eine Kirche. Eine Kirche im Haus. Yay! Wer wollte sowas noch nie haben? Irgendwie habe ich so ein richtig ungutes Gefühl bei der Sache. Berechtigt. Wobei der erste schon tot ist. Yep. Boah. Ey, sowas machst du nicht nochmal mit mich. Wo ist denn eh? Ah, scheiß Ausfallschritt von dir, ne? Geht überhaupt nicht. Oh, Junge, 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 Junge. So, die nächsten bitte. Ah, scheiße, so viele auf einmal. Ne, das ist unfair, das ist unfair. Das ist echt mies. Ah, zwei erledigt. Au. Drei erledigt. Gut, einer fehlt noch. Au. Der mich natürlich gleich mal mit blauen Rubinen abwirft. Tat das weh? So, jetzt dürften eigentlich alle tot sein und wir kommen zum Schlüssel. Es sei denn, jetzt kommt irgendwie noch so eine dumme Zutat wie, keine Ahnung, Melonensirup oder was weiß ich, Ahornsirup oder einfach ein Schrumpfkopf. Nee, ein Herzschlüssel. Du erhältst den Schlafzimmerschlüssel. Jetzt kann man die Yetis beim, Piep zugucken. Yay! Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Yay! So. Dann würde ich sagen, gehe ich noch...
gehe ich noch davor und dann beende ich den Part, dass wir im nächsten Part dann den Endboss besiegen können. Ah! Oh! Meine Güte! Oh! Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Alter! Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns, ich bringe dich hin. Wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst einfach da blöd hinterher rennen, nö. Einfach. So, naja, hier beende ich den Part und deswegen tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchy LP. Übrigens, wie gefällt euch mein neues Kanaldesign? Ha, ha, ha. Naja, tschüss.